Wo ist meine... Alter, willst du mich verscheißen? Meine Lieben, seid gegrüßt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hierbei und aber auch von und mit Knut Mattheisen. Warum gucke ich hinter mich? Ich dachte, da wäre ein Geist. Da ist aber keiner. Dafür ist ein Update bei BeamNG Drive eingelaufen. Version 0301. Und wir gucken uns heute in diesem wirklich komplett stark unvorbereiteten Video. Wir haben nicht einfach mal Bock, wieder ein kleines Video zu machen und da tatsächlich nicht immer die gleichen Schinken zu nehmen. Mir passiert es ja sehr häufig, dass ich sehr viele Automobilista 2 Videos mache, zu Recht. Aber diesmal soll es um BeamNG Drive gehen. Und wir schauen uns mal an, was das neue Update so mit sich bringt. Ich habe nur ganz kurz bei Steam reingeschaut und war ganz schön angetan, kann man sagen. Angetan, positiv überrascht. Und ich denke, das sind erwähnenswerte News, die es hier gibt im Bereich BeamNG. Und die gucken wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an, würde ich sagen. Und deswegen legen wir gleich los. Absolut los. Geht's. Darf ich vorstellen, der verwirrte Knut. Sieht schon immer so aus, das ist seit Geburt, da kann er nichts höher. Ah. So, pass auf jetzt hier, neuer Content im Bereich Fahrzeuge, ja? Ein neues Auto, ein Zweisitzer. Gucken wir mal an. Wie immer ist es ja geil bei BeamNG, denn es gibt immer für ein Fahrzeug fast alle erdenklichen Ausführungen, also Drag, Drift, Race, Cross, Rally and so on. So auch mit diesem geilen Vehikel hier. Wir gucken uns erstmal die Bilder an, sprechen für sich, geile Grafik. Apropos Grafik, ich habe beim Starten von BeamNG gesehen, und dass man auch alternativ zum normalen Start mit der Vulcan Engine starten kann. Da wird man aber auch direkt am Anfang darauf hingewiesen, Sie können das Spiel auch mit der sehr instabilen Vulcan Engine starten. Ich habe es gemacht, es war wirklich stabil. Aber gucken wir uns mal weiter die Bilder an. Cooles Auto, wie gesagt, für alle möglichen Untergründe. Ihr seht schon, völlig verschiedenste Ausführungen. Ziemlich interessant für die ein oder andere Herausforderung oder einfach zum lustig mit den Kumpels Multiplayer auf BeamMP zu fahren. Dann haben wir hier neue Anhänger, denn das ist gar nicht so unwichtig, meine Lieben. Ich bin ja schon in meinen frühen BeamNG-Zeiten. Ich bin ja so ein Typ, was mache ich denn jetzt hier in BeamNG? Ich fahre ein Auto. Oh, ich habe einen Unfall gebaut. Moment, ich spawne mir mal einen Anhänger und verlade diesen Unfallwagen und fahre zu einem unbekannten Ziel. Es ist, wenn du sonst nichts hast, dann machst du das. Also für mich sehr wichtig, es gibt neue Anhänger und abschleppen, ne, ist immer gut. Ja, da kannst du mit diesem Monstrum ja zwei Riesenviecher bewegen. Das ist nämlich auch immer der gleiche. Aber ein Riesenkoffer, geil. Also, neues Auto, neue Anhänger, mega. Und hier haben wir sogar noch einen, einen großen Umzugsanhänger, könnte man sagen. Das ist ja auch geil. Ein Doppelachser. Nicey. Auf was die alles achten, oder? Geil. So, was gibt's hier so? Ein paar Fixes für diverseste Autos. Ach du Scheiße, ganz schön viele Autos. Ganz schön viele Fixes. Super. So, neue Straßenzeichen. Klasse. Doch, auch wirklich fatal gut. Edit Dried C60D Wheel. Aha. Auch hier gibt es neue Felgen. Falls jemand weiß, ob es die Dried Felgen wirklich gibt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin völlig unbekannt auf dem Terrain. Unwissend aber auch teilweise. Deswegen keine Ahnung, ob es das echt gibt, aber. Ja, ihr lasst es mich schon wissen. Hier allgemein Converted Ambulance Doors to the new Latch System. Und so weiter und so entsprechend fort.
Es gibt, das habe ich schon in den Steam Notes gelesen, dass es eine Erweiterung der Westküste USA gibt. Sehr eindrucksvolle Grafiken. Sehr, sehr, sehr schöne Erweiterung hier mit so einem schönen Leuchtturm. Das ist ein Autohandel. Aha, da kommen wir vielleicht schon mal darauf, was wir vielleicht als nächstes auch probieren werden. Was auch immer das ist. Ein Yachthafen wahrscheinlich, ein Verladehafen, eine Raffi entsprechend in der Rie. Aber auch ganz schicke Industrieküsten. Also, die Mappe hat auf jeden Fall eine Erweiterung gekriegt. Weitere Fixes für bestehende Mäppchen. Missions sind dazugekommen. Hier, Added New Missions, Downtown Rush, Super Highway Sweep on West Coast, USA, Mudslide, Gladiator on Jungle Rock Island. Keine Ahnung, ob wir das demnächst mal zusammen machen werden. Aber das sieht ja schon mal ganz verheißungsvoll aus. Da kriegt ja der kleine Klutsch schon wieder direkt mal Spieltrieb. Bock hier so mit so... mit so schwebenden Geldsäcken, da habe ich dann eher so, ja, das hätte ich jetzt auch im Alter von 10 vielleicht gemacht. Ganz wichtig, es gibt eine frühe Unterstützung von VR im BeamNG. Jetzt, probiert's aus. Ich probiere es in diesem Video zumindest mal nicht aus, aber ich werde es noch machen. Also das ist ja auch geil. Das ist ja im Prinzip was wirklich in jede Sim reingehört, VR. Also wer in einer aktuellen Simulation, Leute, wer in einer aktuellen Simulation nicht an VR-Unterstützung denkt, hat echt wirklich, wie sagt man so schön, die Welt verpennt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die BeamNG-Klamotte ja noch eine totale Alpha-Varianten-Software ist. Ne? Also hier auch frühe VR-Unterstützung. Wer es schon getestet hat, ob erfolgreich oder nicht, auch gerne mal in die Kommentare reinlassen, wird sicherlich auch die anderen User und Zuseher interessieren. Also, das ist ja geil. Early Preview Carrier Mode, das werden wir uns auf jeden Fall anschauen, jetzt in diesem Video. Was haben wir hier noch? Nur mal kurz ausstoßen. Opa, so kenne ich mich gar nicht. Guck dir das mal an. Improved Force Feedback Feel Across the Board. Smaller Unwanted Oscillations as well. A more consistent and low feet for the feedback latency. Also wie ihr seht, habe ich von den meisten Dingen, die hier genannt sind, nicht wirklich einen blassen Schimmer. Aber es gibt sehr viel, von dem ich keine Ahnung habe. Deswegen müssen wir jetzt exakt sehr schnell in das Game reingehen. Und was mich jetzt als allererstes angesprochen hat, sind natürlich A, die neuen Content-Inhalte und aber auch die... Na, wo war's? Das ist ein Wort. Na, wo war's? Könnt ihr im Duden auch mal nachschlagen. Das neue frühe Karrieresystem. Early Preview Career Mode. Was steht hier? Ach so, Englisch. Ja, verstehe. New Features Tutorial. Vehicle Shopping, aha, oh, da kommt der Autohandel wieder ins Spiel, was wir am Anfang in den auf den Bildern gesehen haben. Ich starte meinen BeamMP Launcher. Angekommen im Hauptmenü, wir kennen es, also die meisten von euch sollten es kennen. Wer über den BeamMP Launcher gestartet hat, sollte dann hier oben auch den Mehrspieler-Modus erkennen. Aktuell sind knapp 1000 Spieler online. BeamMP ist in der aktuellen Version 4.9.3 erhältlich und wie gesagt, Game Release Version ist die 0.3.0.1. Wir hacken hier mal wie so kleine Gestörte ganz oft mit der linken Maustaste auf Karriere demnächst verfügbar und zack, erscheint folgende Meldung. Genau, noch wieder Spielbalance. Was die Spielbalance ist noch in der Entwicklung. Gamepads und peripherie Geräte werden nur unterstützt. Eingeschränkt unterstützt, würde ich natürlich sagen. So, da in BeamNG alles im Vollbildmodus immer links gelagert ist, also alle, sagen wir mal, links gelagert, sagte ich. Deswegen seht ihr jetzt nicht aufgrund meines Briefkastenschlitzformatmonitor, was hier links sich abspielt. Ich kann euch aber sagen, hier kann man ein neues Profil erstellen im Karrieremodus. Das machen wir mal. Wir benennen das Profil Knut. Also ich bin da wirklich immer sehr einfallsreich. Eins. Wir deaktivieren das Tutorial. Ich denke, ich kenne mich im BeamNG aus. Drücken Start und beobachten den Ladeprozess. Meine sehr verehrten Damen und Herren.
den ihr wieder mal nicht seht. Aber ich kann euch sagen, es ist gleich soweit. Und schnick sind wir im Early Preview Carrier Mode gelandet. Was haben wir für ein Disclaimer? Present Gameplay offers just a taste of what's to come. Also, das aktuelle Spielgeschehen gibt mal so einen kleinen Geschmack darauf, was bald da kommen wird. Upsa. Sorry, so kenne ich mich gar nicht, ja? Challenges to earn money and rewards. Also wer die ein oder andere Challenge annimmt, besteht, kann eben auch Geld verdienen. Finde ich ja maximal geil. Und was ich auch entsprechend lieben gelernt habe, jetzt vor kurzem erst in Forza Motorsport 7, ist natürlich die Vehicle Customization. Und ihr seht, ist absolut in Schwerstarbeit in der Entwicklung momentan. Kauft ihr dein erstes Auto vom Queryside Auto Sales Händler? Wir gehen auf die nächste Seite. Haben hier nochmal Maximize Your Gameplay Experience. Es gibt also offensichtlich ein Logbuch, was man im Pausemenü erreichen kann, um ja, den Fortschritt, den Spielfortschritt zu monitoren, um entsprechend das Wissen, um das Gameplay zu boosten. Und dann eben auch sich ja einen Meilenstein oder einige Meilensteine zu setzen, die Ziele freizuspielen und vieles mehr. Finde ich okay und klicke es deshalb auch. Ich soll zur Tür gehen, habe ich gehört. Dann gehe ich mal hin. Weiß nicht, ob man auch schnell rennen kann. Wahrscheinlich schon, habe ich nicht belegt oder ich kenne die Taste nicht. Wir sagen Button 1 oder klicken einfach hier drauf und kriegen hier so, ich sehe es im Ganzen, ihr seht es nur so ein bisschen. Tut mir leid, aber ich sag euch, wir sehen hier drei Gebrauchtwagen mit Preisen. Da gibt es eine eigene Währung. Ihr seht hier noch, anscheinend sind das Beam-Dollars oder was, keine Ahnung. Aber du kriegst ein Bild mit Fahrzeug, du kriegst die technischen Daten. Du weißt, wer ist, also was für Daten sehen wir? PS, ob Diesel oder Benzin. Wir sehen, wie viel Kilometer er runter hat. Boah, 210.000, höher, uff, eher. Welche Schaltung, welches Gewicht etc. pp. Es gibt also einen heckgetriebenen, einen frontgetriebenen und einen Allrad. Und ich sage, wir inspekten das erste Vehikel, 1990er 200BX Type L. Ihr seht gleich, das soll anscheinend Nissan Silvia oder sowas sein. Berichtigt mich, wenn es nicht so sein sollte. 139 PS hat, wie gesagt, 210.000 Kilometer runter. Und wir besichtigen das Auto mal, sprich, der Händler war so freundlich und hat uns das Fahrzeug mal rausgestellt, dass wir hier also mal so eine kleine Sichtprüfung vornehmen können. Und ich fange immer natürlich bei so einer Gebrauchtwagenprüfung immer im Kofferraum an, um zu überprüfen, hat der Vorbesitzer denn eine Leiche vergessen? Hat er nicht. Oder sehe ich es nicht richtig? Nein, hat er nicht. Kofferraum öffnet und schließt. Check be entsprechend standen. Aber jetzt, wenn ihr wirklich einen auf Wissend machen wollt, geht zum Auto, öffnet die Motorhaube, geht zum Motorhaubenöffnungsbereich. Ja, das heißt so. Öffnet die Motorhaube, werft einen Blick rein, sucht den Öldeckel, schraubt ihn ab, überprüft den Öldeckel nach weißem Schaum und dann sagt ihr, das scheint aber ein Motorschaden zu sein. Du, pass auf, ist alles Blödsinn, wir machen wieder zu, wir haben natürlich überhaupt keine Ahnung, steigen ein in das Ding. Und was ich cool finde, bei dem Besichtigungsmodus, F für Einsteigen, kannst du, du sitzt ja jetzt quasi drin, ich mach mal das Brett zu, es zieht nämlich, wie bei einer normalen Besichtigung auch, drin sitzen, dich umgucken, Innenraum prüfen und so weiter, du kannst den Motor anmachen. Aber was du nicht kannst, wenn man den Sitz richtig einstellen, wie man es so macht, aber was du nicht kannst, ist losfahren. Denn du musst hier links nämlich Start Test Drive drücken. Falls du vergessen hast, was das Auto kostet, kannst du hier noch die Infos kurz abrufen. Wenn ich das Fenster verschieben könnte, wäre es schön. Also hier nochmal. Ich habe übrigens, mein Startguthaben sind 13.500 Beam-Dollars. Ich nenne das jetzt einfach so. Ich weiß nicht, wie es wirklich heißt. Keine Ahnung. Die Bude kostet knapp 7.000. Der Händler will noch eine Fee haben von 250 Beam-Dollars und macht summa summarum
Dann plus Steuer 7%, 7.645 Beam-Dollars. Man könnte sich's jetzt zur Garage liefern lassen, also zur eigenen Garage, oder man macht erstmal eine Probefahrt, und das würde ich uns natürlich auf jeden Fall empfehlen. Also das Test Drive. Und wir haben 120 Minuten Zeit, Sekunden, also 2 Minuten, wie ich mal schön sage. Licht an. Wir nutzen die 2 Minuten natürlich auch aus, um ja das Fahrgefühl mal von unserem neuen Fahrzeug zu testen. Wir machen das Licht mal aus, das ist ja auch ein bisschen anstrengend. Drehen ein ganz kleines bisschen unser Force Feedback runter. Und dann können wir eigentlich drüben direkt in die Garage fahren. Wir fahren mal links raus. Deswegen blinken wir auch links. Da kommt nichts. Da sehe ich nichts. Und lassen gleich mal, wie es so sein soll, auf der Probefahrt die Räder quietschen und fahren hier mal auch wieder links. Stopp. 21:22. Da kommt was. Bleib auf der Bremse, Knut. Da kommt jetzt so lange was, bis die... Jetzt haben wir noch 60 Sekunden pro... Was ist denn jetzt los? Ja, auf jeden Fall ist die Probefahrt gleich wieder rum. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich zu spät komme. Wahrscheinlich muss ich ihn dann kaufen. Also, komm, wir machen noch mal eine Runde um den Block hier. 40 Sekunden. Handbremse funktioniert auch. Noch schnell in das Auto vom Händler reingefahren. Und parken hier wieder ein. Wir können ja gleich noch rumracen. Motor aus, Handbremse an. Passt mir gut. End Test Drive. Und was passiert jetzt? So, meine Lieben, nachdem ich den Test Drive beendet hatte, war jetzt ungefähr gefühlt eine halbe Stunde schwarzer Monitor, Taskmanager abgebrochen, MUB nochmal neu geladen, übrigens jetzt über die Vulcan Engine. Und wir sehen auch, der Content oder die Fahrzeuge vom Autohändler haben sich jetzt verändert. Keine Ahnung, ob es immer noch die gleichen Autos gibt. Wie gesagt, Spiel ist komplett nach dem, also macht keinen Test Drive, kauft die Bude oder macht auf jeden Fall nicht den Test Drive. Oder fahrt einfach ewig weiter im Testdrive. Keine Ahnung. Also wir gehen nochmal zur Tür. Übrigens ist die Frage auch beantwortet. Und wer es nicht wusste, der kann sich hier am rechten Bildschirmrand, witzigerweise genau an dem Rand, wo ihr es noch seht, sich immer für das Vehikel, oder zu Fuß sind wir ja gerade unterwegs, die Option für die Fortbewegung anschauen. Also Walk Left, Right, Forward, Backward, Sprint. Also die Frage ist beantwortet. Also wie kann man sprinten, indem man linke oder rechte Shift-Taste drückt? Wir machen das mal. Das ist schnell laufen. Oh, das geht ja so schnell, da kann ich einmal um den Block laufen hier. Aber hier hinten, das ist ja auch so ein ganz verlässlicher Autohändler in seinem kleinen Container hier. Du. Nee? Oh ja, der Busch ist aber ganz schön nervös. Naja, gut. Wir sprinten zur Eingangstür und sind mal gespannt, was der Händler jetzt für Autos im Angebot hat. Ich habe mich eh gefragt, warum soll ich nur 7.000 ausgeben, wenn ich doch alles ausgeben könnte. Wir leben ja schließlich nur einmal und wer weiß, wie. Gleicher Content, gleiche Autos. Ich will auf jeden Fall keinen Frontkratzer fahren, wobei die sich in BeamNG tatsächlich sehr gut fahren lassen. Kleine Empfehlung. Ich will ebenso, eigentlich ist eine schöne große Limousine hier, das dritte Auto, 131 PS. Leider viel zu viel Kilometer runter, leider viel zu schwer und ein Allrad. Wir kaufen unseren 1990er Mitsubishi oder Nissan oder was weiß ich. So, okay. Wir schließen. Wir ownen jetzt also ein Auto. Zumindest würde ich das erwarten. Und dann gucken wir mal, ob wir einsteigen können. Sieht schon mal gut aus. Tür können wir schon mal auf. Steigen ein. Machen mal die Tür zu. Und können ja einfach mal drüben die Tür aufmachen. Denn ich fahre immer mit auf einer Beifahrertür. Stimmt gar nicht. Hinten alles nochmal abgesorgt, der Händler, das war so abgesprochen. Ich rede schon wieder Blödsinn. So, jetzt fahren wir erstmal. Irgendwo hin. Keine Ahnung. Drehen wir den Force Feedback ein bisschen runter, sag ich mal. Da vorne ist eine Tankstelle. Was soll ich denn hier mit dieser Garage anfangen? Das frage ich mich ja immer. Belasco City Garage.
Autowartung und Reparatur. Sag mal her. Also der Verkehr ist ja, also übrigens wusstet ihr, dass mit der Maus kannst du ja so rumgucken und wenn du das nach links machst, dann kannst du schön aus der Scheibe rausgucken. Erinnert mich an so eine Zugsimulation, wo du so aus der Lok rauslunzen kannst. Hier, ich habe keine Zeit zum Gucken. Fahr mal hier rüber und frage mich tatsächlich, ob diese Garage irgendwas mit meinem Karrierebums zu tun hat. Also wir sind hier in einer Werkstatt. Können wir eigenständig was machen? Also Location in Garage. Enter Vehicle to enter Garage Mode. Repair set as favorite. Das mache ich mal. Repair braucht man nicht. Haben wir gerade gekauft. Hoffentlich ist nichts kaputt. Ja. Dekra und das TÜV-Gutachten schickt der hier. Der da drüben schickt es mir noch nach. So, was haben wir hier in der Garage? In the Garage ist under development. Und Work in Progress sehen wir hier. For now, manage your inventory from the Garage Laptop. Also die Funktionalität der Garage ist dann entsprechend die komplette Customization, also Tuning, Painting, Fotos, leckere Fotos machen. Hier oben seht ihr das schon so ein bisschen ganz nice. Erinnert auch ein bisschen an Forza. Hier kann man so einmal ums Auto drumherum luken. Von hinten macht er ja fast so einen BMW 8er Eindruck. Ne? Ist völliger Blödsinn, aber nur ein ganz kleines bisschen. Hier kannst du noch ein bisschen ums Auto drumherum gucken. Was haben wir hier drüben noch? Wir sehen Tunen, meine Autos, Foto, Kamera und Elektrik. Was ist denn Elektrik? Das interessiert mich jetzt mal am meisten. Wir können das Licht anmachen. Wir können aufblenden. Wir können den nicht fahrenden Nebelscheinwerfer anmachen. Wir können das Warnblinklicht anmachen. Die Lichtleiste, die es nicht gibt. Und ja, geh weg. Kamera. Standard vorne, hinten, rechts, oben. Alles klar. Haben wir das auch geklärt. Was können wir tunen? Vehicle Tuning ist auch, wie würde man es anders erwarten, bei einer Alpha-Version natürlich in der Entwicklung. Unleash the full potential of your vehicles. Was auch immer man macht. Oh, hier, das ist ja auch geil. V-Alignment, Front, Rear, Brakes, Brake Force, Multiplier, Tire Pressure. Kannst du direkt hier Reifendruck einstellen, ist ja geil. Force Feedback Multi. Ah, kannst du pro Auto, kannst du dir ein Force Feedback Multiplikator einstellen über Setup, was ich ja mal ziemlich cool finde, fehlt einigen Simulationen auf diesen leckeren Sim-Markt. Foto ist dann wahrscheinlich der Fotomodus mit sämtlichen Effekten. Schärfen, Tiefe, Blumeneffekt, bla bla bla. Wir wollen aber kein Foto machen. Meine Autos, gucken wir nochmal kurz rein. Überraschung, wir haben nur eins. Wir könnten es jetzt auch wieder verkaufen übrigens. Aber nein, wir wollen herumbrettern. Würde ich mal so sagen. Also wir verlassen den Garagemode. Sagen schließen. Gehen wieder zurück in die Cockpit-Ansicht. Und machen mal, bevor wir losfahren, setzen wir uns mal einen Zielpunkt auf der Karte. Zu öffnen mit M wie Mappe. Map. Discover the world around you. Hier kriegst du direkt einen Vorschlag für eine schöne Route, die wir auch direkt annehmen, würde ich sagen. Also wir haben unser Auto gekauft, haben die Garage gecheckt und jetzt machen wir die Map easily zu nutzen. Mark Destinations and Chart Routes. Uncover Points of Interest. Locate you Gameplay. Okay, cool. Also, wir fahren zur, was, wo, wohin auch immer. Jetzt habe ich gedacht, wir können zur, können wir doch. Hier, wir haben verschiedene Tankstellen zur Auswahl. Wir haben verschiedene Autohändler zur Auswahl. Wir fahren mal zu einem anderen Autohändler. Wir setzen jetzt Set Route. Zack. Okäse-Prothese und sagen, fahren. Ne? Ja, fahren mal los, ne? Der aufmerksame Mitbürger bemerkt die Pfeile, die ganz unauffälligen Pfeile auf dem Fußboden. Straße könnte man den Untergrund auch nennen. Aber ich will es nicht übertreiben mit den Erklärungen. Wir blinken rechts und fahren links. Nein, machen wir nicht. Warte mal, ich muss mal hier gucken, ob da überhaupt was kommt. Kommt nix. Ja, dann
Begeben wir uns mal los. Entschuldigung, jetzt habe ich den fast schon. Begeben wir uns mal auf die kleine Reise Richtung. Wo fahren wir eigentlich hin? Achso, zu dem anderen Händler. Zum anderen Händler. Hier mit schöner Grafik. Der Verkehr, der hier so ein bisschen rumschleicht. Hupe könnte man mal ein bisschen tunen. Na, gucken wir mal, was die 140 PS hier so. Okay. Neuer Logbucheintrag, Spawnpunkt freigeschaltet, Steinbruch. Schön. Wie wär's mit rüberfahren, Freund Blase? Nicht so. Ja, dann lass mal hier mal den Wagen so dahin gleiten. Ich drehe mal noch mal ein bisschen. Das hatte ich da vorhin schon gemacht. Ich kann es dir ruhig mal merken. Ich drehe mal so ein bisschen hier. Wir fahren Richtung. Oh, Junge! Das ist ein Geier hier, du. Wir wollten noch zu dem anderen, zu dem Belasco, Händler, ne? Was ich mich gerade frage. Ja, das passt. Die fahren auch alle irgendwie so mehr oder weniger links gelagert, ne? Ich müsste mir mal die Blinker aufs Lenkrad legen. Ist sogar grün. Wir biechen mal ab. Da kannst du ja einfach die ganze Kackstadt erkunden. Wie geil das ist. Da könnte ich schon wieder. Super. Gefällt mir. Gefällt mir total. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Frisco. It's Frisco-like. Wo ist meine. Alter, willst du mich verscheißen? Hier, wo ist meine Mittelarmlehne? Das ist ja wohl ein Feature, was sie mir noch hätten einbauen können. Jetzt habe ich einen Frontschaden oder was? Hier ist rot. Und rot heißt ja bei Knut fahren. Ja. So. So, hier ist der Händler schon, ne? Macht man sicherlich einen guten Eindruck, wenn man hier mal ein bisschen mit Handbremse drauf slidet. Schnappen uns mal hier bei Rich die passende Parkbucht. Handbremse, Motor aus und sagen, lass mich mal aussteigen mit der Taste F. Tür zu, ist ja erst frisch gekauft. Und gehen mal Big Sale, also Great Deals Fresh Cars. Da bin ich ja mal äußerst gespannt. Witzig finde ich, dass ich meinen Startknopf hier immer noch habe, im Laufmodus. Nicht, dass ihn jemand ausmacht und ich bewegungslos umfalle. So, also Open Dealership, was haben wir? Ui, und das sind alles Autos, die ich mir leider nicht leisten kann. Was ich jetzt noch cool finden würde, 370 PS hat dieser Dodge-Verschnitt. Das ist ja geil. Moment, wir sind ja hier noch nicht an der Fahnenstange angelangt. Oh, 20.000 für so einen Lieferwagen. Aber hier haben wir was Interessantes. Nee, haben wir nicht. Frontwheel. Das sind alles Autos außerhalb meines Bereich ist, ihr seht das hier auch, ne, in sufficient funds, also nett genügend Knete, meine Lieben. Aber ist auch nicht schlimm, wir haben ja schließlich ein richtig cooles Auto uns gerade gekauft. Schön gemacht hier. Da wird auch einiges gebaut, ist ja wie in Mannheim. Steig. So. Wir steigen wieder zurück ins Auto ein. Achso, ich kann ja auch schneller laufen. Hatte ich euch ja vorhin beigebracht. Tür auf. Einmal einsteigen. Tür zu. So, okay. Wir machen mal den Motor an. Den Rückwärtsgang. Und gucken mal nach hinten. Das machen 140 PS hier auf dem kleinen leichten Ding. Wir müssen uns noch eine Route setzen. Zum Leuchtturm. Auf jeden Fall. Das machen wir. Machen wir. Natürlich machen wir das. So, Rudi ist eingestellt und wir fahren vom Bordschein runter. Natürlich mit vorschriftsmäßigen Blinken. Der geht ja auch von alleine wieder aus. Das ist ja einfach nur geil, ne? Oh, soll ich drehen? Ich drehe durch. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte mit dem Blinken, ne? Wir müssen hier hoch, klar, auf die Brücke.
Da hat jemand vergessen, wo das Gaspedal ist. So fahre ich übrigens auch im normalen Straßenverkehr. Nicht. Aber wir haben es ja gerade ein bisschen eilig. Wir müssen hier links abbiegen. Ich blinke. Wir haben grün. Und biegen links ab auf die Brücke. Geben mal ein bisschen Stoff jetzt hier. Ich bin ja gespannt, wenn ich Tuning-Geld bekomme. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Übrigens für alle Leute, die es nicht immer spielen, BeamNG, die Ziele sind gekennzeichnet. Ihr könnt auch während der Fahrt hier übrigens einfach mal rüber gucken. Mit so einem langen weißen Strahl. Außerirdisch-mäßig mutet es das an. Aber jetzt gucken wir erstmal wieder geradeaus. Ab in den Tunnel. So. Drüben sind wir. Jetzt sehen wir hier drüben. Auf der anderen Seite natürlich die Stadt, aus der wir gerade kommen. Es ist grün und bleiben geradeaus hier mal so. Fahren Richtung Spareleaf Lighthouse. Genau, das ist unser Ziel. Das ist ja schon das Lighthouse. Und dann fahren wir hier mal auf dem... Oh, da habe ich den hier fast geschnitten. Das ist aber auf dem Besucherparkplatz hier, wa? Würde ich sagen. Und wir packen mal rückwärts ein. Das kann ich ja echt auch so super. Also hier in einer Welt, in der wir die Umwelt durch Fahren nicht verschmutzen können, da muss ich das natürlich ausnutzen. Da fahre ich jeden Zentimeter, selbstverständlich. Oh. Das hat dann voll absaufen lassen, dieser Trottel. So, Lighthouse ist hier. Parkplätze gibt es hier auch. Aha. Ich wollte zur Garage zurück. Können wir ja als Quick Travel mal machen. Kathedralenberg, Zeitfahren. Klingt voll interessant. Gibt dann auch Erfahrungspunkte. 4500 Ocken kann man verdienen. Und so, hoch um die Kathedrale und wieder runter. Z-Route. So, ja, das kenne ich schon aus dem Freifahren-Bums. Hier nochmal kurz erklärt. Und da sind wir bei unserem Kathedralenberg-Zeitfahren. Schwierigkeit Medium, hoch um die Kathedrale und wieder runter. Start, los geht es. Bei einigen Herausforderungen kannst du die Einstellung ändern, bevor du sie startest. Wird geladen. Und dann auch noch mit meiner Schlurre hier. So, durch diese roten Tore. Rote Tore sind nächste Tore, schwarze Tore sind übernächste. Etc. Das tut ihm nichts. Scheiße. So. Oh oh. Nicht, dass ich die Aufhängung leicht beschädige hier. Scheißen Drecks, du, hör auf, ey. Aha. So, ne? Den kann man noch schneller fahren. Lap 2 von 3. Ist mal wichtig, Deutsch und Englisch zu mischen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen langsam hier runter machen. Ist auch geil, wenn die Räder hier blockieren, merkst du sofort auf der lenkenden Achse. Das ist laberig. So, letzte Runde. Die war jetzt 8 Sekunden schneller als die erste. Alter.
Hier oben, das geht ganz gut hier um die Ecke. Hier wieder ein bisschen Bremsi, Bremsi. Auto soll ja ganz bleiben. Da bin ich grundsätzlich immer ein kleines bisschen zu schnell. So, abgeschossen. Geschlossen. Und was heißt das? Erfolg. Ich kriege ganze 5 Erfahrungspunkte und habe freigeschaltete Missionen. Belasco-Zentrum, wankelmütig auf den Nebelberg und an den Palisaden. 1500 Ocken verdient. Wir traveln jetzt mal zur Werkstatt. Ich muss auf jeden Fall mal endlich mein Auto reparieren. Oh. Ja, ganz so kenne ich die Strecke natürlich auch nicht. We are blinking. Komm, wir müssen noch schnell reparieren. Oh. Werkstatt öffnen. Zack. So, Repair. Normal Repair, Quick Repair. Also die normale Reparatur dauert eine Minute, kostet 500 Beam-Dollar. Quick Repair kostet auch 500 Beam-Dollar plus 1000 Dollar extra Gebühr, weil darum. Ich paye mal die 500. Wir haben ja schließlich die Minute Zeit. Gibt es die irgendwo runtergezählt oder? Ach hier, der Computer. Von dem Ding hat er geredet. Wir haben das Auto quasi. Ach, das ist ja nice. Das finde ich ja cool. So, Manage Inventory, Oversee the Blah Phase, Browse Vehicles or Sail Tune. So, wir haben jetzt also My Vehicles. Verfügbar in 10 Sekunden. Die reparieren also immer noch. Sieht man hier, ne? So, 5, 4, 3, 2, 1. Das ist es! Juhu! Ich kann Teile kaufen. Ich bin gespannt. Also es gibt alle möglichen Teile. Ich weiß nur nicht. Ich mache jetzt mal einfach Auspuff. Oh, es gibt wirklich ganz schön viel zu kaufen. Also wir bauen jetzt erstmal ein ABS ein. 210 Dollar. Install. Zack. Race Exhaust. 1600 Öckelchen. Wumms. Kaufen die Teile. Da haben wir mal kurz 2000 dagelassen. Okay, wir haben es soweit geschafft. Also wir haben jetzt ein ABS gekauft. Und wir haben einen Rennauspuff gekauft. Wir begutachten den mal. Ja, alles auf, meine Damen und Herren. Und so muss der aussehen. So, jetzt machen wir den mal an hier. Da freut sich der kleine Knut. Einmal noch eine Runde um den Block. Hört man direkt, oder, Leute? Wie sieht es eigentlich aus mit ABS? Geil. Da blinkt sogar eine ABS-Leuchte auf. Wie cool ist das denn? Ich bin total beeindruckt. Bringe jetzt noch das Auto zurück in die Garage. Also Tuning hat geklappt, Geld verdienen hat geklappt, Auto kaufen hat geklappt, Karriere, Bubs, läuft. Wir nehmen die Abkürzung hier über die Tankstelle bei Ingolf. Der kennt mich bereits. Wir fahren hier auch hinten rein. Ha! Hinten rein, hat er gesagt. Falsche Richtung, Knut. So. Mega geil. Ich bin begeistert. Das ist doch mal ein gelungener Einstieg in den Karrieremodus von BeamNG. Wie geil ist das denn? Ich bin total stolz, ein Auto zu haben, selbst gekauft. Ja, mit Geld, was ich nicht verdient habe. Ha! Dafür habe ich aber die Reparatur selbst verdient und die Teile, die ich gekauft habe, ein ABS und ein Sportauspuff. Ist ja wohl logisch, dass das als allererstes kommt. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit ein paar kleinen Lieferungsjobs. Wir erkunden die Rennstrecke, die wir hinten gesehen haben. Wir tunen selbstverständlich das Fahrzeug weiter. Neue Lackierung, Tieferlegung und auch ein bisschen Motortuning. Das ist ganz klar. All das sehen wir im nächsten Video, wenn es heißt, wir machen den zweiten Schritt in der Karriere von BeamN Knut G. Mr. Matheisen. Komm, hör auf. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, kleinen Like da lassen. Bei Fragen, Anregungen oder sonstigen, bitte die Kommentarfunktion verwenden. Und natürlich muss ich euch darauf hinweisen, wenn noch nicht geschehen, dann logischerweise den Kanal abonnieren. Seid lieb, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Knut.